Ja Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play. Red Dead Redemption 1 Remastered. Jetzt mal müssen wir ein ganzes Haus hier abfackeln. Ey, das war... Arschloch. Frauen im Führen und Rebellenhäuser abfackeln, ey. Und ich musste sie ja abfackeln. Weil wir brauchen... Ja, wir sind auf die Armee angewiesen hier. Um Javier Esquala zu finden. Ja, deswegen mussten wir es machen, aber... Alter Schwede. Und dann haben wir die Frauen mitgenommen, damit der... Damit der Kapitän... Ne, der Kapitän. Der General... seinen Spaß haben kann, ne? Dann wurden wir jetzt eingeladen, ja, mit hinzuzukommen, bevor die Frauen verdorben sind. Laut den Leuten hier. Ey, das ist so ein Schweineverein, ne? Der hat so ein Schweineverein. Der hat so ein Schweineverein. Den würde ich am liebsten jetzt hier, ne? Einmal hier mit einer. Mit einem Revolver durchrennen, ey. Einmal durch. Oh, alter Schwede. Kann man doch nur so ein Wichser sein? Ich habe erst gedacht, so, ja, die sind übrigens cool, so. Gut, Rails und unter Rails sind wohl auch Javier Esquala, den müssen wir deswegen erfinden. Der wird auch nicht gerade besser sein, also irgendwie, naja. Oh, brennt die Hütte ab, schade. Wenn ihr mal abgeschossen werdet, ne? Ja. Habt ihr Pech gehabt. Na Gott. Guck mal, was heute ist. Ja, hola. Leere Versprechungen. Mr. Marston, ride with us. We've been betrayed. What's happened? There's no time. Ride with us. Then we'll find the man you seek. Come. There's a convoy waiting for us. Come. We must hurry. What's the hurry, DeSanta? Where we go? Taking control of an abandoned fort on the other side of Nuevo Paraíso. Many men. A place called Torquemada. We can allow them to establish a stronghold. The Coronel has given me urgent orders. Which are? To kill them all. Leave your horse here. You will ride with me. Keine Ahnung, wie es so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Mission anders läuft als geplant. Ich meine, ich traue den gerade nicht. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert jetzt, aber ich habe irgendwie ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Man soll ja immer auf sein Bauchgefühl hören. Ich habe gerade ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Ich habe irgendwie so viel Okay. Na gut, dann springen wir mal zum Zielort. Ich hab da jetzt irgendwie, ich weiß nicht warum, ganz komisches Bauchgefühl bei der Mission. Ganz komisch, keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die uns in der Allianz das verrät. Ja, ich auch. Hä? Wieso ein Metzi? Das war ein Soldat hinter uns? Ja, woher kommt denn der? Wo kam denn der her? Ach Leute. Wo kam denn der her? Der war aber mal hinter uns. Jetzt, natürlich schieße ich auf den. Toll. Kann man sich denn aber auch so scheiße hinstellen? Ja, ja, wir haben einen weiten Weg vor uns, ja. Ich hab auch keinen weiten Weg vor mir. Captain Espinosa already has men there.
We must get to him before he tries anything stupid. Alter. Ah, okay. Aston, Verräter und Zugang. We're almost there. Stay alert. Ja, da hinten ist er auch so. Ja, gut, da ist er. Ja, und dann war der da und da sehen wir wieder. Nicht getroffen. Das wäre besser gewesen. Aber manchmal treffe ich besser, manchmal treffe ich schlechter. Let's see what mess that idiot Espinosa has made. See that deranged captain at Tesoro Azul? Is he leading this attack? He? Espinosa does not lead anything. I thought you was the same rank. He is an angry dog we let out to run sometimes. That is all. I'm in charge here. Follow me. We will lead the wagon here. Folge de Santa zu Captain Espinosa. ¿Y dónde carajo están los otros que necesitamos? ¡Nos van a masacrar con estos pocos! Rebeldes que tú y tus hombres se habían habido encargado, nos atacaron. Ten cuidado con ese tono de voz. Master, come on, ignore the stupid aim. Shut your mouth, office boy! Gringo, take that sniper rifle over there. Was? Snipern! Ich soll snipern? Ach du Scheiße, bitte nicht. Bitte nicht. Muss ich noch hin, ja. Weil ihn alle oben darum. Oh. Achso, ja. Oh mein Gott. Na, dann geht er aber. Okay, die Stühle sind alle stolz. Na gut, ich hab das hier oder so. Ich bin überhaupt kein Sniper-Fan. That is all of it. Follow me. The men need help at the blockade. Ah, nee, ganz ehrlich, war irgendwas. Ich bin kein Sniper-Fan, ganz ehrlich. Wow. Kannst du auch Englisch sprechen? Scheiße, wie oft ich gerade sterbe, ne? Also, ich habe die Mission ja meistens immer so, also mein gut so. Oh nee, was, das Sniper auch nochmal. Oh, ich bin so fertig. Cool, das Sniper, cool. Ey, mal snipern. Ja. Genau. Aha. Aha. Hä? Mhm. Endlich so nah rangegangen. Ich bin gut. Ja, schön. Hätte man hier so einen Stern, ne? You knew what you was getting into. Move forward into the valley. Okay, vorwärts ins Tal. Alter, das sind ja überall richtige Kriegsmissionen.
Ich wollte bei uns nur Javier Squala finden und nicht in einen Krieg verwickelt werden. Ernsthaft. Ob die jetzt gibt, alle noch leben, natürlich. Ah, ne, da sind die da vorne. Da. Na gut, machen wir so. Ist auch eine Taktik. Hat zwar ihn so nicht gedacht, aber. Da werden wir jetzt die letzten beiden Slots freigeschaltet. Na, wie war la Revolution? Ich gebe gleich Revolution. Da wird für die Sniper tatsächlich mal wieder angebracht, da. Auch wenn ich nicht mag. Aha. Idiot. Nein, hier, Deckung, duck dich. Duck dich, duck dich. Er duckt sich nicht. Doch jetzt. Hey, Herr, da sind eine Birne draußen. Auch nicht schlecht. Sei Dank. Was? Finale? Ich habe im Finale verstanden. Einzig spanische Wort, was ich ja verstanden habe. Haben wir's? Und noch höher. Alter, was ist denn das hier für eine Mission? Ich hab ihn hier mal abgefangen. Okay, waren wir eben einen Schuss abbekommen? Muss ich nur da die Sniper nutzen, weil ich sonst nicht zurück. Ja, ja. Nein, ich bin nicht zurück, Junge. Ich fahre noch nicht zurück. Ach, das war ein Soldat. Oh Gott, Glück Gott sei Dank nicht getroffen. Hi. Hey, du. Da war ja. Nein, weil ich gar nicht mehr bin da. Ist er? Da. Oh mein Gott. Ah ja. Wie man fährt denn? Raus da! Ach du Scheiße. Nein! Ja, oh, jetzt war noch ein ja, Scheiße, weiter in die Taste gekommen. Also nicht in die Taste, weil ich noch, ja, weil ich den einmal gut angeritten habe. Oh Leute. Fuck, will ich nochmal machen.
Wir waren so weit, wir waren so weit. Warum schieße ich überhaupt noch? Was denn? Alle, das war einer von uns. Es wird auch nicht angezeigt. Das ist ja, die sehen alle gleich aus. Ist, also hier ist es echt eklig. Gerade wenn das eine halbe Armee ist. Das ist echt eklig. Das kann ich gar nicht, überhaupt nicht erkennen. Weil bei Call of Duty erkennt man das wenigstens. Das ist eigentlich ein Dämmungsfall. Oh, hier ist halt echt eklig. Wegen einem blöden Pferd haben wir jetzt hier. Können wir den Tisch nochmal machen. Schön witzig. Was denn? Oh Gott, von wo denn? Ich bin noch in Deckung. Oh nein. Was ist denn hier drauf? Hat jetzt auch einer von uns? Ja, da werden aber auch die Gegner von angezeigt. Oh Gott, noch mal, ey. Lass mich doch einfach mal irgendwann hier. Wir werden alle sterben. Morgen ist mein Held. Da, jetzt haben wir es wieder hierhin geschafft. Gott sei Dank. Alter, das Spiel möchte schon auf einen schönen Sniper, ja? Da oben war einer. Da war einer. Wer hat getrennt? Oh, den haben wir hart getroffen. Da war einer. Was ist denn mit dir, Junge? Du Fettsack! Bist du behindert? Verritt mir einfach ins Feuergefecht! Du altes, fettes Schwein, du! Alter. Bist du nicht ganz dicht? Du hast auch dein Hirn weggefügelt, oder was, ey? Ohne Witz. Ja, was heißt ja, wenn ich den treffe, ne? Wenn ich verloren hab. Ich dann ja schuldig bin. Hm, du bist ja das ja noch ausgelegt. Obwohl die dann zu behindert sind, einen Decken zu bleiben. Alter. Ist ja nicht auszuhalten, ey. Tja, rennen die dir einfach ins Feuer, ne? Hä? Ah, bei 4, aber bei 5. Was ist das hier, Mann? Komm mal her. Kann man ja auch irgendwelche Waffen mal ins Inventar legen? Also, in die Decke legen? Ich brauche ja wohl nicht alle. Sehr schön, Leute. Alter, okay, trifft mit dem. Oh, ey, da rennt er wieder rein, ne? Das ist nicht zu fassen. Hi, Kumpel. Na? Alter, kein Wunder, dass er nicht allein geschissen kriegt, wenn er da den einen Leuten ins Feuer läuft. Amigo,
Amigo, ¿qué pasa? Killer like you deserves fine women and wine. The best pleasures Earth can give a man. I need some information, DeSanta. All in good time. My man and I will finish our business here and we can talk back at Escalera. The next time I see you, I need some answers, Captain. Go get drunk, go get a woman! Enjoy life! It's a beautiful struggle! Alter, du hast den denn auch schon rausgefickt, oder was, Junge? Ich will nur wissen, wo Javier Escuela ist. Oh, sind das komische Waschlappen, ey. Die sind ja nicht auszuhalten, diese Menschen. Ja, mal wieder eine Nebenmission. Ah, Gott. Kann man denn nur so grenzdebil sein? Na gut, Leute. Das fand ich zu euch zwei nicht beantworten, wie man so beknackt im Schädel sein kann. Aber wir werden heute jetzt eine Folge Päuschen einlegen. Ja, nämlich die Folge heute beenden. Es war eine coole Folge. Hat Spaß gemacht. Ich kenne die Tat, als sie mir vorgerannt ist, ich habe abgedrückt. Ich habe tatsächlich auf ihn theoretisch auf ihn geschossen, ne? Also, das Spiel hat ja auch eine Bremse, eine Friendly Fire Bremse. Ich bin so froh, dass die gegriffen hat. Hätte die jetzt nicht gegriffen und ich hätte ihn getroffen, hätten wir einen scheiß Sommer machen dürfen, weil die KI uns vorgerannt ist. Alter Schwede. Ich weiß, warum ich gerne allein arbeite. Ich weiß, warum. Ich weiß es. Es macht mich dann nicht zu aggro. Naja. Gut, während die Dissenter-Leute hier sich ihr Hirn rausvögeln, werden wir ein kleines Folgenpäuschen machen und die nächsten Folge wieder besuchen. Und dann werden die uns wieder was über schöne Frauen und schönen Wein erzählen. Ach ja, und über das Vögeln bestimmt auch. Ich schätze. Vielleicht FWV. Frauen, Wein, Vögeln. Nee. FVW. Frauen, Vögeln und Wein. Irgendwie so. Die FVW. Nee, keine Ahnung. Na gut. Genug über Frauen, genug über Wein, genug über Vögeln, wir machen einen Cut. Das hat heute aber auch ein Folgenende, ne? Das ist die Dissenters, ne? Nein, Schuld, die Dissenters. Euer Dissenter. Gut, bis dann, euer Raut rein. Wir sehen uns. Tschüssi, bis dann. Ciao.